Nürnberg. Notfallsanitäter Tobias Engelmann und Rettungsassistent Gökhan Altinçik müssen eine Frau ins Krankenhaus bringen. Sie hat sich bei einem Sturz den Rücken verletzt. So die Hände mal am Bauch. Ja, haben wir schon gut. Schon vorbei. Alles gut. Schon geschafft. Das haben wir ja die Haare gerade. Jetzt kommst du ans Kopfkissen. So, nimm mal weg, bitte. Soll die Beine mal ausstrecken, bitte. Mein Rechte geht nicht so, kann ich so haben. Was wollen Sie so haben? Rechte. Nein, lass uns ein wenig ausstecken, weil wir müssen sie anschnallen, weil sonst fallen sie uns runter. Ja? Und das wollen wir nicht, oder? Nee. Sehen Sie es? Ich hab schon. Soll ich hochheben oder so? Jetzt mal die Beine. Bitte schauen, ob wir es ganz ausstecken können. Das wird gleich angenehmer, ne? Das musst du raustragen jetzt, okay? Ja. So. Also nicht erschrecken, es geht einmal nach oben, sie ist eingeschnallt, die Hände schön zusammen. Ne? Und nicht an den Seiten, dass sie hier liegen. Ja. Okay, eins, zwei, drei. So, bitte deine Hände am Bauch lassen, ja? Egal was kommt, ja? Ja. Moment mal. Bitte langsam. Ja, alles gut. Alles gut. Ja. Naja, klar, die Treppen sind rutschig mit den Fliesen. Da müssen wir halt selbst aufpassen. Nein. Soll ich gleich meine Tasche aufnehmen? Nein. Ja, jetzt erstmal nicht. Jetzt machen wir erstmal das hier schnell fertig. Und dann schauen wir mal. Können Sie mich drauf lassen? Mama, bist du da noch? Für Sie bleiben bitte einfach liegen und das Bein wieder ausstrecken. So. Ich ziehe das bis unten raus. Genau, nicht erschrecken, pass es auf. Da können wir nicht fallen und gar nichts, ja? Warte mal, ich muss erst bei mir. Es war dann letzten Endes eigentlich so an diesem Tag doch der Patient, der am ehesten Hilfe gebraucht hätte quasi. Auch wenn wir ohne Sonderrechte angefahren sind und wir merken, okay, scheint es doch irgendwas Ernsteres zu sein. Sie müssen nichts machen, ne? Bleiben Sie einfach nur liegen. Jetzt kann man das anpassen. Sie werden jetzt so eingeschweißt gerade, ne? Das ist eine Vakuummatratze, das ist mit einem kleinen Bällchen unten drin, ja, und Luft. Und das passt man Patienten an, zieht die Luft raus und dadurch bleibt es stabil und wird steinhart. Und der Patient kann sich nicht mehr verschieben. Pass auf, das ist ein bisschen uneben hier. Ja. So, das wackelt ein bisschen, ja, aber sie sind eigentlich eingeschweißt, das dürfte gar nicht so schlimm sein, hoffentlich. Okay. Hört sich auch so anders aus. Tobias Engelmann und Gökhan Altinçik bringen die Frau jetzt in eine 8 Kilometer entfernte Fachklinik. Mehr können sie für die Patientin momentan nicht tun. Wenn ich was da gebrochen habe, wie lange das dauert, dann bin ich... Kann ich Ihnen nicht sagen. Also das, nee, kann ich Ihnen nicht sagen, weil das ist bei jedem Patienten unterschiedlich. Ne? Mhm. Jetzt muss man erstmal gucken, ist überhaupt was gebrochen? Oder ist es einfach nur geprellt an der Stelle? Gibt es ja auch. Ja? Sie haben eine leichte Schwellung da. Das kann aber, muss nicht heißen, dass das deswegen gebrochen ist. Dann muss man jetzt erst ein Röntgen machen und dann kann man sicher sein, was das Problem ist. Gut. Und zur Not vielleicht noch ein MRT, das kann auch sein. Gut. Und erst dann kann man sehen, was es ist. Mhm. Und dann kann es sein, je nachdem, wie das gebrochen ist, ob das operiert werden muss oder ob das so aushält. Ganz klar. Na? Aber jetzt würde ich mir erstmal keine Gedanken machen. Sie haben keine neurologischen Ausfälle, also sie können alles bewegen und sie haben überall Gefühl. Und wenn sie Glück haben, ist da gar nichts. Ne? Das ist einfach nur blöd geprellt. Ne? Sie wird jetzt mit Sicherheit ein Röntgen bekommen der Wirbelsäule. Sollte man da jetzt irgendwas Komisches sehen oder vielleicht nicht ganz eindeutig sein, dann wird mit Sicherheit auch noch ein MRT gemacht werden. Also eine noch bessere Bildgebung in dem Fall. Wenn man eine Fraktur sieht, dann muss man gucken, was ist es für eine Fraktur? Ist sie instabil oder stabil? Dann muss man überlegen, ist es operabel oder nicht, weil nicht jede Fraktur in der Wirbelsäule kann man operieren. Das
kann man jetzt so nicht sagen, wie jetzt die Behandlung weiter aussieht. Das kommt ganz darauf an, wie stark die Verletzung ist. Und im besten Fall ist sie einfach nur geprellt an der Stelle und hat einfach eine Schwellung da. Und dann kriegt sie Schmerzmittel und kann auch wieder nach Hause.